Herzlich willkommen zurück zum Spiel Escape from Mistwood Mansion. Ja, wir sind in einem Raum. Wir können die Fenster nicht öffnen, die Türen auch nicht. Mit den Bildern. Achso, das ist ja. Genau. Die Tür, wo wir gerade durchgekommen sind. Okay. Hier können wir auch nichts machen. Ein Zahlenschloss, was die gleichen Farben hat wie die Blumen drumherum. Jetzt ist die Frage. Ich denke mal, dass das ohne die Blütenblätter unten ist, oder? Also probieren wir erstmal. Das wären dann 5. 5, 5. Was haben wir dann? Orange. 5, 5, 6, 4. 5, 5, 6, 4. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay. Dann wahrscheinlich doch mit den Blütenblättern. Das heißt, das wären dann 1 höher und 2 höher bei den mittleren. 1 höher und 2 höher. Ah, perfekt. Okay. Sehr schöner Baum. Sehr schöner Raum. Oh, da liegt was. Ich lege es erstmal hier hin, damit man es. Da ist noch was. Ah, was ist das denn? Okay, sonst ist aber nichts mehr, ne? Kann man auch nichts mehr anklicken oder so? Move. Okay. Go through. Oh! Okay. Oh, Bretter. Moment, open können wir schon mal. Okay. Können wir irgendwas mit den Brettern machen? Können wir nicht. Haben wir dafür eventuell die kaputte Säge? Ich denke mir mal nicht, dass man die dafür benutzen kann, aber probieren sollte man es zumindest mal. Man kann ja auch inspekten, ne? Steht aber nichts drauf oder so. Okay. Nö. Kann man auf jeden Fall nicht damit verwenden. Dann gehen wir mal wieder zurück. Mache ich die erstmal. Blütenblätter. Fallende Blütenblätter. Beziehungsweise liegende Blütenblätter. Allerdings im Wasser und außerhalb vom Wasser. Ist das jetzt ein Code? Ist es keiner? Ich werde schon komplett paranoid. Wo ich werde da hinten wieder beobachtet. Interact. Oh. Okay. Also, wir haben einen Vogel. Eine Schlange. Ist das auch was? Jedenfalls nichts, was man irgendwie drehen kann. Eine Schlange, ein Marienkäfer und ein Frosch. Ein Frosch, eine Schlange. Das ist irgendwas mit dem, mit wer über wen gebietet vielleicht zu tun? Muss man die darauf ausrichten? Weil sonst sehe ich jetzt hier nämlich gerade, gut, in der Mitte ist natürlich noch was, aber sonst sehe ich jetzt hier nämlich gerade nichts, was man anvisieren könnte. Also theoretischerweise würde ich mal behaupten, dass der Vogel die Schlange besiegen könnte.
Also, wenn es jetzt die Kräfteverhältnisse sind, ich weiß es nicht. Der Vogel, die Schlange. Die Schlange müsste dann den Frosch anvisieren. Ist das der Frosch? Ich hoffe. Und der Frosch, naja, der Frosch ist stärker als der Marienkäfer, ist irgendwie komisch. Aber vielleicht ist es auch die Größe. Ich bin mir nicht sicher. Und der Marienkäfer. Ach so, da ist ja noch Gras. Stimmt ja. Der Marienkäfer, aber der frisst das Gras. Oh. Oh. Food Chain Expertise. Ah, hat das doch damit zu tun, wer wen auffuttert. Aber fressen frische Marienkäfer? Ernsthaft? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hier können wir rübergehen. Kommen wir da. Oh, Moment, da war doch gerade was. Pull. Aha. Wir hatten doch in dem einen Raum so Rohre. Hilft uns das hier weiter? Ich bin mir nicht sicher. Hier fallen schon wieder Blütenblätter runter. Okay. Die Frage ist, ach so, genau, wir hatten hier noch die zwei Teile. Das ist so eine komische Schlange, sag ich mal, und das ist eine gebrochene Säge. Was haben wir denn hier noch? Zwei gleiche Schmetterlinge. Müssen wir da einen Schmetterling finden, der. Aber ist keiner von doppelt, ne? Das geht auch nicht. Da brauchen wir wieder vierstellige Nummern für. Wir werden überwacht. Hallo! Oh! Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir eventuell was hinkriegen, wenn wir das eine Ding oben reinmachen. Aber da ist das eine Zahl? 6254, oder? Das schreiben wir uns mal auf. Wenn ich denn meinen Zettel hier rauskriegen würde. Also 6254. Wobei das natürlich Blödsinn ist, weil das können wir auch direkt eingeben, oder? Das dürfte ja das Einzige sein hier. 6254. Fünf, vier. Ah, perfekt. Oh Gott. Oh Gott. Die können wir alle. Was passiert denn, wenn wir daran drehen? Anscheinend nichts oder noch nichts. Also wir haben noch ein Rohr. Wir haben noch so ein grünes Ding. Oh, diese Kameras gehen mir auf die Nerven. Auch schon wieder ein Zahlenschloss. Nein, Leute. Sind das Zahlen? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre dann 5, 8, 4, 4. Einfach mal ausprobieren. 5, 8, 4, 4. Wäre auch zu einfach, ne? ich habe mich aber auch nicht verzählt, ne? 5, 8, 4, 4. Es kann natürlich sein, dass das nur die linke Seite ist oder nur die rechte Seite beispielsweise. Können wir mal beides ausprobieren. Das wäre dann 3, 4, 1, 2. 3, 4. 1, 2, auch nicht. Oder 2, 4, 3, 2. 2, 4, 3, 2, auch nicht. Okay, also es hat anscheinend nichts mit diesen Dingern zu tun. Ist das denn irgendwie ein Code für was anderes eventuell? Inspect. Oh. Ah, okay. Kann man die auch drehen? Kann man, aber ich weiß nicht wie. Also, jetzt geht's, okay.
Moment, das sind die hier, oder? So von den Strichen her würde ich sagen. Nee, das sind die nicht. Gibt's irgendwas, woran wir das orientieren können? Die Dinger sind oben und unten. Ach so, ich muss das festhalten. Okay. Die Teile gehören auf jeden Fall zusammen hier. Dann muss ich mal gucken. Ich weiß aber halt nicht, in welcher Position, welcher Reihenfolge, was weiß ich was. So, das. Dann kommt. Nee, das kommt nicht hier hin. Ich dachte zuerst, das wäre hier unten der Teil. Aber das ist natürlich Blödsinn. Das kommt dahin. Ah, da steht auch A und B. Moment. Wenn das Ding sich jetzt mal verschieben lassen würde. So. Das wäre dann ungefähr so gerade. Ich habe da nichts, was so schräg hochgeht. Ne? Das ist C. C scheint irgendwie da drunter zu gehören. Oh mein Gott. ich hatte bei Puzzle eigentlich nie Probleme. Ich mache das Ganze mal ein Stückchen nach links, weil ich habe das Gefühl, dass das sonst da hinten so klemmt. Und man das Teil nicht mal richtig bewegen kann und so. So, das wäre dann B und C. Vielleicht so, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass das... Ich gehe mal davon aus, dass ein einzelner Zettel... Das sieht mir so ein bisschen nach... Nee, das kann er nicht rein... nach Chemieelemente aus mit diesen Zeichen hier. Oh, jetzt stehe ich aber gerade wirklich auf dem Schlauch. Nee, das gehört nicht dazu. Das gehört wahrscheinlich nach unten oder so. Würde das hier noch passen? Das könnte passen. Das hier verwirrt mich so. Wahrscheinlich ist das hier auch nicht richtig. Also A, schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Und dann gibt es da noch verschiedene Dinger. Ja, ich würde sagen, dass ich das erstmal so liegen lasse. Oh, da hinten sind auch noch Wörter drauf. Ach du Schande. Moment. Oh Gott. Do not erase. Why did the flower get an A job at the bank? Ist das jetzt Teil des Rätsels? It had a lot of petal entiel. Das kenne ich gar nicht. Die kann ich aufnehmen. Moment, die kann ich aufnehmen. Blau, das. Das. Die Frage ist nur... Kann ich aber nicht mal... Ups, die kann ich aber nicht mal hinmachen. Scheiße. okay, ich nehme die jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas bedeutet oder ob es jetzt vielleicht um das Bild dahinter geht. Ja, toll. Da ist jetzt die Lösung zu dem Rätsel, was ich eben gemacht habe, oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. Ja, das ist genau die Lösung zu dem Rätsel. Ey, die wollen mich doch wirklich...
Die Frage ist jetzt, hat das jetzt irgendeine Bedeutung mit den Schmetterlingen draußen? Und die andere Frage ist, dieser Code hier. Nee, oder? Moment, das wären dementsprechend 5, 8, 4, 4. Achso, das hatte ich ja. Nee, Moment, 5, 8, 4, 4 hatte ich nicht aufgeschrieben. 5, 8, 4, 4. So. Oh. Das heißt, wenn man das jetzt. Aber hier ist keine 8. Wenn man das mit dem kombiniert, kommt die gleiche Zahl raus. Muss ich das wirklich anhand dessen kombinieren? Moment, dann hätten wir einmal die 6. Dann die 8 ist das. 6, 7. Und 4, 4. Das wären dann 8, 8. 6, 7, 8, 8. Oder? 4, 4. Jetzt richtig geguckt? 8, 8, ja. Es sei denn natürlich, dass da irgendwas anderes mit gemeint ist, aber das ist ja 4. So, 6, 7, 8, 8. Es ist auch nicht. 5, 8, 4, 4. Das ist auf jeden Fall die Vorlage. Ach, oder hat das eventuell was damit zu tun, dass das links 3, rechts 2? Links 3, rechts 2. Das wäre aber auch die 6. Und dann 4, 4 ist ja klar. Links 1, rechts 3. Das wäre dann eine 3. Moment, das wäre dann eine 3. Na, okay. Also, es hat damit zu tun, auf welcher Seite diese Dinger hier sind. Eine Uhr? Ein Kompass. Okay. Ja. Was bringt uns das jetzt? Also wir haben auf jeden Fall schon mal das Rätsel jetzt gelöst. Jetzt haben wir einen Kompass. Jetzt haben wir hier eine Tür mit 8 Buchstaben. Oh, hier sind nur noch Hebel. Ach so, ich dachte gerade da hinten hat sich was bewegt. Aber das sind die Blätter, die da runterfallen. Okay. Gut, Hebel. Ich habe noch diese Knöpfe, dann sind das wahrscheinlich. Aber das sind nicht die Hebel, oder? Plant, Pflanze. Moment, ich lege das hier mal eben auf den Boden ab, weil ich glaube, sonst kann man nämlich hier auch gar nicht sehen. Was steht hier noch? Do not rearrange. Okay. Heißt das, ich soll es wirklich nicht machen oder heißt das, gerade das soll ich jetzt machen? Das kann natürlich auch sein. My last visitor was unable to reach the dining area. Okay. Gut. Ach so, jetzt habe ich das in der Hand. Das ist ja toll. Kann ich das auch? Ja. Also, was meinen die mit rearrange? Oh, Moment, hier war gerade noch was. Nein, ich wollte mich doch veräppeln. Ach so, das geht. Moment, Moment, Moment. Das geht irgendwie über Strom. Diese miteinander verbunden, aber wo kommt der Strom her? Der geht doch hier ins Letzte rein, oder nicht? Da ist eine, die ist völlig voller Wasser.
gucken, ob da irgendwas drauf ist, weil mittlerweile kennen wir das ja. Ich denke mal, dass ich so das Wasser da rauskriege. Die Frage ist nur, muss ich das? Och, jetzt komm schon. Sind das jetzt Grafikfehler? Sonne, blau, weiß, rot, rosa. Das sind die Schmetterlinge, oder? Ah, Moment. Da brauchen wir einen Schlüssel für, okay. Aha, der fehlende Schmetterling. Ach, die können wir gar nicht hier reinmachen. Doch, hier oben. Falls das jetzt der richtige ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich probiere den erstmal vorne hinzuhängen. Da tut sich tatsächlich nichts. Okay, dann probieren wir mal gelb, weiß, rot, rosa. Gelb, weiß, rot, rosa. Gelb. Rot, rosa. Aber das passt eigentlich gar nicht, oder? Das könnte man jetzt vielleicht noch so... Aber das... Rosa und Weiß bräuchte ich dann noch. Könnten wir höchstens Lila für nehmen, aber... Das passt nicht wirklich. Ach, wir gucken mal, was passiert oder nicht passiert, wenn wir das so dahin legen. Passiert wahrscheinlich nichts. Ich höre auch nichts. Ich denke mal, das könnte auch hiermit zusammenhängen, mit den Schmetterlingen, aber... Ah, Moment. Das heißt... Schwarz ist wahrscheinlich aus, oder? Also aus, an, im Wechsel. Aus, an, aus, an, aus. Ja. Ja gut, wahrscheinlich hängt das jetzt mit den anderen Sachen hier noch zusammen, die dazu gehören. Also die Säge, die würde ich schon mal nach hier holen. Die bräuchten wir auf jeden Fall dann hier. Aber was das hier ist, wo kommt das hin? Ich hätte das ja jetzt hier so über die Tür gemacht, aber da ist kein Platz mehr. Da hinten passt das auch nicht rein. So, die Säge tun wir schon mal nach hier. Die brauchen wir wahrscheinlich dann für hier diese Aussparung. Okay, hier kann man nichts mitmachen. Das verwundert mich halt so. Interact. Ich kann aber nicht interacten. Equal. Moment. Moment, Equal. Jetzt kriege ich das überhaupt nicht mehr raus, scheiße. Okay, so setzt er sich zurück. Equal. Nee. Moment. Ikal. Ikal. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? Ikal. Ikal. Aber ich muss sie wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge machen, oder? Trop.
Tropical. Ah, Moment, Moment, Moment. Setz noch mal zurück. Also, Tropical. Ah, Hallöchen. Okay, die können wir aufmachen. Aber bringt uns das auch was? Das ist die Frage. Sieht nämlich eher nicht danach aus. Ich guck mal eben alles durch. Da sind auch noch welche drin. Ich denke aber mal nicht. Ach, oder muss ich den Tisch? Ja, ich muss bestimmt den Tisch decken, oder? Aber mit welchen? Moment, die Symbole kommen mir jetzt so bekannt vor. Wo ist denn der Kompass? Moment, Moment, Moment. Legen wir den mal so ein bisschen. Das sind doch die Symbole vom Kompass, oder nicht? So, das sind die Blätter. Ich gerade nicht sehen kann. ja, aber die Blätter sind genau hier. Kann ich das? Nee, ich will das nicht austauschen. Ich kann auch nicht beides. Ach so. Nee, dann hätte ich aber ausgetauscht. Kann ich den so hinlegen, damit man es besser sieht? Ja, ein bisschen, ne? Okay, 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 okay. Dann. Das ist wohl das von da oben. Nehmen wir an, das ist dann hier. Oh Gott. Aber es ist schon cool gemacht. Also das muss man ja sagen. Das sind die Blumen. Die sind ganz da oben. Und das sind die, die oben rechts hingehören. Das ist einfach nur ein Kreis. Ich denke mal, dass das diese Schlängelslinien sein sollen, oder? Nee, das sind die Schlängelslinien. Okay, dann, das sind die Sterne. Und die Schlängelslinien kommen dahin. Sehr cool. Noch ein Röhrchen. Okay. Jetzt legen wir mal zu dem anderen Röhrchen hin. Hier, so. So, die habe ich im Prinzip schon gemacht. Ach, sind das die Räder? Dann wird es jetzt umso schwieriger, das hinzukriegen. Rechte Maustaste war das. Frage ist... Ja, das passt hier nicht, ne? Würde das so passen? Weil dann ergibt natürlich das Bild einen völlig anderen Sinn. Das dann wahrscheinlich da dran. Das dazu. Das sind die Rädchen. Und was zur Hölle ist das dann? Das wird dann da oben hinkommen. So. Ach, das sind die Schalter, oder? Gehe ich mal stark von aus. Das sind die Schalter. Ja, jetzt, wo man weiß, was es sein soll, ist es natürlich einfacher. Das heißt, ich muss eine Spitze nach oben, unten, unten. Ja, schräg oben links und schräg oben rechts machen. Also nach
Oben. Unten. Unten, schräg oben links. Und schräg oben rechts. Theoretisch. Oben, unten, unten. Schräg oben links, schräg oben rechts. Ja, und dann links oben, rechts oben. Links oben, rechts oben. Ah, das ist ja cool. Boah, da muss man aber auch echt mal drauf kommen. Alter, okay. Das heißt, das Rätsel haben wir gelöst. Das Rätsel haben wir gelöst. Das ist wahrscheinlich nur Fake hier. Das mit den Schmetterlingen müsste ich dann noch. Ich muss aber jetzt nicht die Fotografien da hinten reintun, oder? Das haben wir gelöst mit dem hier. Das heißt, theoretisch müssten wir hier noch was lösen. Ich weiß halt nicht, wie das genau gehen soll. Oder das öffnet sich, wenn das hier richtig ist. Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir eine Fotografie von dem gelben Schmetterling alleine? Haben wir nicht. Sehe ich da irgendeine Logik oder muss ich das draußen eventuell so hängen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt 1000 Sachen im Kopf. Ich nehme mal an, dass ich die so aufhängen muss, wie sie hier hängen. Jetzt habe ich die natürlich dummerweise alle rausgenommen. Das Grüne war die Tür, oder? Eigentlich ist das Grüne eine Wand. Achso, ich bin noch am Schleichen. Okay, also das Grüne ist quasi die Wand der Tür. Oh Gott. Gut, nehmen wir das jetzt erstmal. So, das heißt, da müsste der Orange hin. So. Dann. Das ist da hinten, ne? Das müsste der Teil hier sein. Dann ist aber die große Frage. Wenn das doch beides die gleichen Schmetterlinge sind. Welcher gehört jetzt wo? Ach nee, das ist dieser rötliche. Das ist gar nicht der orange. Das heißt, hier müsste dann theoretisch der blaue hängen. Wir probieren es jetzt einfach mal so. So, der blaue. Die Frage ist jetzt, welcher? Moment, das ist jetzt grün. Das heißt, das müsste dann von der Seite sein. So. Das heißt, hier müsste dann einmal der weiße hängen. Das ist, glaube ich, der hier. Und das müsste hier ganz rechts sein. Das ist dieser ganz dunkle. Das ist, glaube ich, der jetzt hier drin ist. Ist das der lilane? Ich denke. Oder ist das. Nee, Moment, das ist. Das ist der jetzt da hängt, oder? Moment. Sieht so ein bisschen gelb außen. Ja, ja, genau, das ist der da hängt. Und da müsste der zweite blaue daneben hängen.
bringt mich dann allerdings immer noch nicht bei dem anderen Rätsel weiter. Aber gucken wir erstmal. Schritt für Schritt, ne? Peu à peu, wie der Franzose so schön sagt. Da oben ist noch was Blaues. Das muss dann zwangsläufig das hier sein. Und das ist dann das Gelbe. Das ist dann das Gelbe, was neben dem Blauen hängt. Oh Gott. Moment, jetzt haben wir Rot und das Weiße, würde ich sagen. Das heißt, da müsste wieder der Weiße kommen. Kann das sein? Kontrollieren wir das mal eben hiermit. Hier müsste dann... Nee, das stimmt aber nicht. Moment. Also da müsste dann Rot und das Lilane hin. Das war der, den ich hier... So. Da müsste das... Ist das Rot hier links? Das ist Rot. Also muss ich Rot-Weiß auf der Seite haben. Jetzt hoffe ich nur, dass das das richtige Weiß ist. Weil da sind ja zwei, die sich ziemlich ähnlich sind. Okay, anscheinend nicht. Nee, das ist eher so dieses Gelbliche, ne? Ah, ich habe doch gewusst, irgendwas in der Mitte. Oh mein Gott. Da muss ich graben. Also hier. Ja, da ist die Tafel und dann hier quasi in der Ecke muss ich graben. Dafür brauche ich dann aber auch erstmal eine Schaufel. Dazu müsste ich das doch erstmal. Ach, oder muss ich da... Muss ich da die Pflanzen reinstellen? Also die eine... Oh Gott, aber was bedeutet das? Also gelb, denke ich mir mal... Also die Sonnenblume, denke ich mir mal, dass das für den Sommer steht. Oh Gott. Die Frage ist... Boah, ich habe keine Ahnung von den einzelnen... Ich setze jetzt mal einfach, weil das sieht mir so... Also entweder für blau oder für weiß, denke ich mir mal. Und das dann eventuell. Eventuell hierhin oder andersrum. Ich habe absolut keine Ahnung. Da ich nicht weiß, was dieses Rosa da genau bedeuten soll, setze ich da jetzt einfach mal das mit dem Wasser hin, weil das könnte... Ich weiß halt so überhaupt nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wären die Jahreszeiten, aber... Keine Ahnung, ich setze das mal ins Erste. Wahrscheinlich müssen wir die 20.000 mal tauschen. So. Aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall die Lösung ist, dass man die... Aber was bewirkt das? Das würde ich auch noch gerne wissen. Vielleicht die mal tauschen? Ich habe absolut keine Ahnung. Die mal tauschen? Das Problem ist halt, ich wüsste nicht, woran ich mich hier orientieren sollte. Da!
Kann mir jetzt einer mal die Logik erklären, bitte? Also da muss ich ganz ehrlich passen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich meine, mir war dann irgendwann klar, dass wir die hier reinstellen müssen. Aber, hä? So, jetzt haben wir... Muss ich die da reinfüllen? Da war doch was mit den Symbolen. Ich brauche mal eben was zum Kratzen hier. Ted Love Pendel. Flower. Ey. Also Flower. Ja gut, Flower. Aber da stand nur Plant, ne? Also ich vermute mal, dass das P Regen ist. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Das P sollte Regen sein. Dann denke ich mal, dass das auf das T bezogen ist. Ja. Was ist das? Sonne, Wolke, schreibe ich mal dahin. Keine Ahnung. Also bewölkt müsste das dann sein. Dann das N ist auf jeden Fall Schnee. Ich kann auch kein Schnee mehr schreiben. Ich schreibe SN. das A ist auf jeden Fall die Sonne. Und das sollte das L sein. Das L ist dann Blitz, schreibe ich mal dahin. Dann weiß ich ja, was ich damit meine. Gut, dass ich mich daran erinnert habe, dass das hier drauf stand. So, das sind dann... Genau, das sind dann die Buchstaben von Plant. Das ist Schnee. Das habe ich aufgeschrieben bei N. Das kann ich aber gar nicht da rein tun. Oder muss ich das jetzt schreiben, das Wort links? Das kann natürlich auch sein. Oder muss ich das hier hinten einpflanzen? Oh Gott, ich bin jetzt hier gerade total verstört. Aber ich konnte es auch nicht. Ich kann nur take, dann nimmt er halt nur einen Teil davon, ne? Also ich kann die nicht anders anordnen. Das geht auch nicht. Oder muss ich das wirklich hier reinmachen? Hier habe ich auch nichts. Wo muss ich das denn? Na, hier kann ich auch nichts mitstellen, ne? Ach, nee. Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. Kann ich damit auch graben? Weil es hieß ja, ich soll hier in der Ecke irgendwie... Ja, kann ich. Nein, ernsthaft. Och. Okay, einen Teil können wir nochmal hier hinstellen. Eieieiei, okay, gut. Dann können wir jetzt aber die Dinger... Moment, ich habe jetzt den Schnee genommen. Ich habe mir aufgeschrieben, Schnee ist in N drin. So. Dann die Sonne, habe ich geschrieben, ist in A. Dann der Regen ist in P. Das Gewitter, also Blitz, ist in L. Und dann dieses bewölkt ist in T. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier... Ach so, doch, in P ist doch was drin. Ah, ich bin ja auch doof. Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Endlich! Ach so, das Ding fehlt dann auch noch. Okay, das tun wir dann auch noch mit rein.
Oh mein Gott, aber es macht so viel Spaß, bin ich ganz ehrlich. Das können wir noch mitnehmen zum Aufbrechen. Ach so, die sind falsch geordnet hier. So geht das aber nicht. Es muss alles seine Ordnung haben. Aha. Organized clean up in the winter garden level. Cool. Aber das bringt mir nichts, oder? Ach so, doch. Ich kann doch jetzt hinten. Ach, glorreicher Einfall. Juhu. Ich kann doch jetzt hier durch. Und die Dinger aufbrechen. Genau. Ah, manchmal denke ich auch noch an Sachen, die ein bisschen länger zurücklegen. Nicht oft, aber manchmal schon. Okay. Oh mein Gott. Ah, ich lasse es mal hier liegen. Wir wollen wahrscheinlich den Korken da raus. Ach, da ist ein Schlüssel dran, oder? Da ist ein Schlüssel dran. Also, wir müssen die Verbindungsstücke daran machen. Ich habe schon gesehen. Ja. Okay. Das sollte doch eigentlich easy sein. Es war ja schon schlimm genug, die Dinger überhaupt zu holen. Aber es ist wirklich mega, mega geil. Also, es macht wirklich unheimlich Spaß, auch wenn ich manchmal vor so ein Rätsel stehe und denke, was zur Hölle? Kommt da schon Wasser raus? Da kommt schon Wasser raus. Okay. Ich muss also nichts mehr anmachen oder so. Das ist schon mal gut. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass man nicht verschiedene Sachen tragen kann. Ich würde übrigens trotzdem immer noch gerne wissen, was das hier eigentlich ist. Weil das ist abgebaut. Ach, das haben die dann. Oder? Das haben die dann geklebt mit was anderem. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das auch noch irgendwo reinmachen. Da hinten ist aber auch nichts kaputt. Ich weiß es nicht. Nee, wo laufe ich denn jetzt überhaupt wieder hin? Moment, dann nehmen wir erstmal das Gelbe noch. Oh, wenn man dann so merkt, ja, jetzt ist man so bald durch den Bereich durch. Oh Gott. Wieso kommt jetzt nur bei einem Wasser raus? Ach so, das kommt immer nur kurzfristig. Ah, okay. Klar, sonst würde das wahrscheinlich überschwappen, beziehungsweise sonst würde es das natürlich überflüssig machen, dass wir die anderen Sachen noch da rein machen. Aber hier im Wasser ist nichts, oder? Wieso kann ich jetzt von der anderen Seite ja auch eigentlich auch nochmal hoch? Aber hier ist nichts, ne? Nee, okay. Ich dachte schon nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe, weil auf der anderen Seite auch noch irgendeine neue, ne, Verbindung ist oder so. So, gut. Eieiei. Also, wie ich ja schon angedroht hatte. Wird das Ganze auf jeden Fall was länger dauern. Ich habe allerdings einen neuen Channel eröffnet. Das heißt, wenn ihr das Ganze euch nochmal angucken wollt und das jetzt nicht so getrennt haben wollt in Kapiteln, das heißt, Gameplayerin Uncut, da muss ich dann aber noch die Sachen hochladen. Kann sein, dass das bisher noch nicht auffindbar ist. Komme ich da so dran? Ja, komme ich dran. Perfekt. Da werden dann solche Sachen einmal am Stück, die werden dann so ein bisschen zusammengeschnitten natürlich, dass es auch passt. Was uns aber tatsächlich hinter dieser Tür erwartet, das werden wir im nächsten Teil sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.